Okay, wir fangen an. Ich starte mein Training auf meiner Uhr. Mobility statisch. Sehr gut. Das Ganze natürlich sponsored bei Essex, ne, wisst ihr. Moin, Jochen. Ja, Statistiker wieder nicht gut gearbeitet. Moin, Carnivore. So, wir setzen uns als erstes auf die Unterschenkel. Das Ganze machen wir immer eine Minute lang. Also wir machen jede Übung immer eine Minute. Das heißt, wir haben 15 Übungen, beziehungsweise da wir oftmals auch links und rechts machen, ist es so, dass wir nicht ganz auf 15 Übungen kommen, sondern vielleicht nur auf 9, 8 Übungen. Wem das Ganze zu einfach ist gerade, der kann sich dabei gerne nach hinten lehnen. Ein bisschen. Erhöht den Druck ein bisschen. Wer das nicht so weit schafft, bleibt einfach ein bisschen weiter oben sitzen und versucht das dann zu halten. Das Ganze geht eine Minute lang. Könnt die ganze Zeit gerne reinschreiben hier im Chat. Gut gespielt gestern. Danke, Kani. Vielen Dank. Jetzt machen wir das Ganze, indem wir uns auf die Füße draufsetzen. Das heißt, Füße sind nicht mehr flach, sondern aufgestellt. Dadurch kriegen wir einen guten Zug hier auf die Füße. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal eine Minute. Ganz entspannt. Bei den meisten sollte euch das schon hier unten, gerade im Fußbereich, sehr ziehen. So, und wer es noch nie mitbekommen hat, ich bin auf YouTube jetzt. Ich habe das eben alles eingerichtet, da kommen noch ein paar kleine Änderungen, aber ich bin halt nicht unter JustLukas26, sondern unter meinem richtigen Namen, Lukas Frönhaber, auf YouTube. Ausrufezeichen YouTube könnt ihr in den Chat eingeben, dann kommt ihr mit dem Link zu meinem Kanal und könnt mir gerne abonnieren, die Glocke aktivieren und dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung. Name geleakt. So, jetzt machen wir ein bisschen was für die Hüfte und für die Sprunggelenke. Das heißt, wir gehen in den aufgebrochenen Kniestand, schieben die Hüfte schön weit nach vorne, versuchen dabei den Oberkörper aufrecht zu halten, nach vorne schieben und lehnen jetzt den einen Arm nach oben und lehnen uns leicht zur anderen Seite rüber, dass man hier einen schönen Zug bekommt, wieder für eine Minute. Sehr gut, Carly Boy. So, ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, Tipps mir geben oder was ihr euch wünschen würdet, was wir mal zusammen machen können. Wie gesagt, ich werde morgen wahrscheinlich mal kochen wieder. Wahrscheinlich sogar mit meiner Freundin. Und mal schauen, was es da zu essen gibt. Wenn ihr Rezeptvorschläge habt oder sonst was, gerne einmal mitteilen. Ist gar kein Problem. Da findet sich was Gutes. So, Wechsel, andere Seite. Hüfte wieder nach vorne schieben. Arm nach hinten lehnen. Könnt euch gerne auf dem Oberschenkel hier abstützen. Eigentlich müsste ich auch noch das Ganze mit ein bisschen Musik hinterlegen, aber da muss ich mir wieder. Kisi, kann man sich die Twitch-Soundtracks irgendwie aufs Handy oder auf dem. Ja, wie bei Spotify laufen lassen? Geht das? Ich denke, ich werde die Routine hochladen, ja? Pamela Rife Sexy Dance Workout. Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, nein. Der Stretch, den wir gerade gemacht haben für die Hüfte, ist der Psoas Stretch. Jetzt machen wir den Pigeon Stretch. Das heißt, wir nehmen das eine Bein vorne quer. Fixieren das mit der rechten Hand, dass der Fuß nicht nach hinten rutscht.
und lehnen uns jetzt über das Bein rüber. Nee, geht nicht. Okay, also geht nur über den PC oder was? Das heißt, theoretisch bräuchte ich Boxen. Die Routine werde ich wahrscheinlich hochladen, ja. So, das Ganze wieder eine Minute, ganz entspannt. Wer will, sie kann sich noch weiter nach vorne lehnen. Sollte jetzt bei euch, wenn ihr das gerade ausprobiert oder falls ihr es nicht macht oder falls ihr das dann irgendwann macht, hinten im Gesäß ziehen und vorne wahrscheinlich leicht in der Kniebeuge. So. Seite Wechsel. Fixieren. Wenn ihr fixiert habt, könnt ihr gerne euch darüber lehnen für eine Minute. Carnyboy war gestern 14 Kilometer laufen. Nächstes Mal mache ich mit. Ich sag dir eins, Carnyboy, nach den 14 Kilometern tut dir sowas echt gut. Das kannst du mir glauben. Aber ich bin auch ehrlich, 14 Kilometer laufen ist todesanstrengend, beziehungsweise bin ich noch nie gelaufen. Kann ich dir nicht sagen. Wie lange brauchst du dafür, Carnyboy? Du hast 19 Kilometer laufen und machst mit. Niklas, ist das gelogen? Sehr gut, die Hardy, so soll das sein. So, Beine haben wir fast abgearbeitet. Wir machen jetzt erstmal was für den Rücken. McKenzie Stretch. Arme aufstellen, eigentlich in Liegeposition gehen. Und jetzt strecken wir einfach den Rücken durch, dass wir einen Stretch im unteren Rücken haben, wieder für eine Minute. Das ist echt geil, dass ich hier auch direkt die Zeit habe, immer auf dem Twitch-Dings. Eine Stunde, 5 Minuten für 14 Kilometer, Carnyboy. Was bist du? Äthiopianer? Die Hardy war 50 Kilometer laufen. Echt 19 Kilometer laufen? Wie lange brauchst du dafür, Niklas? Ich laufe eigentlich nie Kali. Und wenn so 5 bis 7 Kilometer reicht. 5 bis 7 Kilometer reicht. So, ihr kriegt jetzt bei der Übung einen schönen Stretch im unteren Rücken und im Bauchbereich vorne. Aus dieser Position gehen wir jetzt hoch, Stretch für die Waden und für die hintere Kette, Kopf durchstrecken und jetzt versucht ihr die Hacken richtig schön auf den Boden zu drücken. Das solltet ihr richtig schön in den Waden merken. Zumindest ist es bei mir so. Arme können durchgestreckt sein, Füße Richtung Boden drücken. Das Ganze wieder für eine Minute. Ich weiß jetzt, also ich schätze jetzt kurz, kann ich hier gucken. Wichtig ist bei so Mobility-Routinen eigentlich, dass ihr dabei immer schön versucht, gleichmäßig zu atmen, nicht hektisch zu werden, sondern gerne auch, wenn wir irgendwann mal was Dynamisches machen, wenn man in die Belastung reingeht. Also in den Stretch, dass ihr dann versucht, wenn ihr reingeht in den Stretch, leicht auszuatmen. Dadurch kommt ihr immer einen Tick weiter rein. Nächste Übung. Machen wir
die Cat and Cow. Hast du mitbekommen, Firni? Tollkauf und Jugendkoordinator? Ne, habe ich nicht mitbekommen. Das heißt, wir machen einen Buckel, schieben uns raus nach oben, so weit wie es geht, halten es kurz und machen ein Hohlkreuz. Das Ganze für 10 Wiederholungen. Auch hier, wenn ihr das Hohlkreuz macht, könnt ihr schön versuchen auszuatmen dabei. ,36 ist sehr gut, oder nicht? War gerade auf einer Wiese Fußball spielen, also hab Technik gemacht. Finde ich gut, solche Beschäftigungen jetzt gerade zur Corona-Zeit, wenn man sein Hobby nicht ausüben kann, perfekt. Ja, 5er Pace ist aber auf die Distanz, finde ich schon ordentlich. Also, echt knackig. So, jetzt machen wir einen Stretch für den Brustmuskel. Wir legen die Hand leicht schräg nach oben, liegen auf dem Bauch und mit der anderen Hand drücken wir uns jetzt auf die Seite ab und haben dadurch, dass wir mit der Hand hier Druck ausüben können, können wir die Hand oder den Arm noch weiter in Stretch bringen und haben richtig schön schöne Dehnung auf dem Brust- und auf dem Schultermuskel. Das Ganze wieder für 1 Minute. Ich kehre euch jetzt gerade mal den Rücken zu. Andere Seite. Hier seht ihr es nochmal, mit der Hand drücke ich mich vom Boden ab, dass ich noch weiter rumkomme mit dem Oberkörper und dadurch einen höheren Stretch habe. Janik, also ich bin Polar-Fan. Gerade mit der Polar-Uhr, die ist sehr genau. Mit dem Pulsgurt kann ich wirklich nur empfehlen, dadurch kann man halt seine Belastung auch deutlich besser steuern, ne? Na, der Niklas ist fit. Fit und fett. Niki, natürlich mag ich meinen Bruder gern. Ja. Wer quatscht, wenn nicht? Krass. Nee, Carnivore hätte ich nicht gedacht, auf jeden Fall. So, Arm nach vorne nehmen, nach hinten lehnen, auf die Füße gerne draufsetzen, dabei entspannt atmen und versuchen, den Brustkorb durchzudrücken, dass die Arme sehr weit, oder versuchen, so weit wie es geht, hinter den Kopf zu wandern. Haben die auch. Weil ich habe die Vantage V2 der Lenry. Aber Flensburg gewinnt gegen Paris. Und die haben mit 9 geführt zur Halbzeit. So. Reverse Table. Einmal Hände zeigen Richtung Körper. Wir gehen jetzt in eine Brücke. Das heißt, einmal Arme durchstrecken, Hüfte geht nach oben,
Und wir haben dadurch einen sehr, sehr geilen Schulterstretch. Das halten wir wieder für eine Minute. Johnny ist auch am Start. Moin. Wie geht's? Wie steht's? Was habt ihr am Wochenende vor? Erzählt mal. So, schön Hüfte nach oben. Richtig schön Spannung erzeugen. Langsam lösen, joggen gehen, der helle Henry geht noch Joggi, Joggi, Joggi. Mir geht's auch gut, Johnny, mir geht's auch gut. Eine Sache jetzt für den Rücken bzw. für den ganzen Körper, das ist so ein Nerven-Stretch, kann man schon fast sagen. Und zwar, Hände sind einfach zum Boden, wir überschlagen jetzt einfach die Beine. Soweit wie es geht. Ja, bei wem hier Stopp ist, kann das gerne machen. Wer noch weiter rumkommt, einfach weiter rumgehen und dann hier halten für eine Minute. Normalerweise bei den meisten zieht das jetzt komplett hier im Rücken, Beine entlang, auch in den Arm. Das sollte richtig kribbeln, wenn man das zum ersten Mal macht, weil das echt, weil du eigentlich dein ganzes, wie soll man sagen, so Nervensystem auf Spannung bringst. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es ist eine sehr, sehr gute Übung. Möchte, kann sie auch leicht immer noch nach oben abdrücken mit den Schulterblättern, dass das Gesäß noch weiter rumwandert und dann langsam wieder rausrollen aus der Position. Sehr schön. Sonntag Lembo gucken wir gegen WRC. Klingt gut. Moin Gamers, wie geht's? Jetzt bin ich raus. Danke Johnny für die schöne Wohnung. Am Wochenende kein Homeschooling haben, geil. Schlaf bei meinem Dad in Düsseldorf, Sport, Lernen, Handball gucken. Klingt gut, Niklas. Sieht aus, als ob du keine Knochen hast. Ich hab doch noch Knochen, ja. So, ein bisschen was für die Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Wir können uns wieder auf die Knie setzen. Ihr könnt das auch im Stehen machen. So seht ihr mich vielleicht ein bisschen besser. Hände in den Nacken nehmen. Dann lassen wir uns einfallen, soweit es geht. Und richten uns wieder auf. Einfallen lassen. Und wieder aufrichten. Das Ganze machen wir 8-mal. Mir geht's auch gut, Gamers. Ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler oder sonst was. Ich habe viele Sachen einfach mitgenommen aus meiner Zeit vom Handball, vom Athletiktraining. Dadurch, dass ich mal im Fitnessstudio gearbeitet habe, weiß ich sehr viel darüber. Aber ich bin jetzt kein ausgebildeter Sportwissenschaftler. Viele Sachen kriege ich auch vom Physio. Wie gesagt, wenn ihr darauf Bock habt, auf mehr solche Sachen, schreibt es gerne bei Discord mir, schreibt mir in den Chat. Ein bisschen was für die Halswirbelsäule noch jetzt. Wir kreisen den Kopf, einfach eine endgradige Bewegung, das Ganze 5-mal in jede Richtung. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr wollt, bei Instagram mich markieren, wenn wir zusammen so eine Mobility-Routine machen, könnt ihr Foto von euch machen lassen, beim Stream im Hintergrund oder sonst was. Und das gerne mal bei Instagram posten, freue ich mich drüber. Rotation seitlich, wie die Eule. 5-mal pro Seite.
Ich werde mir natürlich auch versuchen, immer wieder neue Sachen auszudenken für die Mobility-Routine. Aber irgendwann ist halt auch, sag ich mal, das Schöpfungslimit erreicht. Aber wenn man so ein paar Routinen hat oder ein paar Übungen hat, die man dann immer wieder aneinander knüpfen kann, sollte es, glaube ich, kein Problem sein für euch, da auch selbstständig dann mal was zu machen. So, mit der Mobility, Jungs, sind wir fertig. Nice. Wir spielen übrigens im Anschluss Kribbel. Ja, ich muss danach nicht duschen gehen. Ich denke, ich werde jetzt nicht so krass doll schwitzen. Aber ja, ja, wie gesagt, spielen danach Kribbel noch. Ich werde versuchen, den Stream dann umzustellen. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Ich muss wahrscheinlich den Stream einmal ausmachen. Hab den PC aber schon angemacht. Und jetzt fangen wir an mit so einem kleinen Bauchworkout. Unser Krafttrainer nennt den Durante-Komplex. Sind vier Übungen. Ich erkläre die vier Übungen erstmal. Das erste ist der sogenannte Holo-Rock. Das sind 10 WIP-Bewegungen, die wir machen. Ne, ich hatte noch kein Training, ich habe heute frei, Henry. Das sind 10 WIP-Bewegungen machen mit dem Körper. Ja, wir versuchen, Bauch schön anzuspannen, Zehenspitzen sind gestreckt, Arme wandern nach hinten und dann wippen wir leicht. Ja, das Wichtige ist dabei, dass der Unterrücken immer Kontakt zum Boden hat. Wenn ihr das macht, führt ihr einmal mit der Hand runter. Wenn das nicht der Fall sein sollte, nehmt die Beine einfach ein bisschen höher und versucht dann leichte Bewegungen zu machen. Übung Nummer 1. Ich sag euch, der Bauchkomplex scheppert euren Bauch komplett weg. Übung Nummer 2 sind V-Ups. Das heißt Klappmesser. Einfach Füße und Arme zusammenführen. Auch wieder Kontakt unten mit dem unteren Rücken. Der Kontakt soll immer beibehalten werden. Dritte Übung sind Tuck-Ups. Ja, TUCK. Unterrücken hat wieder Kontakt. Beine gehen in die Luft. Wir berühren die Hacken. Also Knie, ziehen die Knie ran, berühren die Hacken und strecken uns ein. Davon 10. Und im Anschluss halten wir nochmal 10 Sekunden lang den Hollow Hold, das heißt Arme strecken, 10 Sekunden lang halten. Ich sage euch eins, wir machen davon 3 Runden mit 1,30 Pause dazwischen. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich nicht schaffen, die Übung so durchzuballern, weil schon sehr komplex ist auch und sehr anstrengend. Ja, wenn ihr Pause machen müsst zwischendurch, macht einfach Pause, macht dann da weiter, wo ich gerade bin am besten. Und dann macht die Satzpause auf jeden Fall auch die 1,30, die ich auch habe. Und dann wird das schon klappen am Ende. Dann versucht ihr euch einfach von Mal zu steigern. Wie gesagt, der Durante-Komplex, 10 Holo Rocks, 10 V-Ups, 10 Tuck-Ups, 10 Sekunden Holo Hold, 1,30 Pause, 3 Runden. Wir fangen in 15 Sekunden an, dann sind wir direkt bei 26 Minuten. Ich mache mir den Chat hier auf. Ach ja, schön, schön knackiges Bauchworkout. Kann man nie zu wenig machen, meiner Meinung nach. Und Abfahrt. Oh.
hast du wohl geschafft. Ohne etwas zu trinken oder so. Ich habe meine App immer am Start. Sehr gut. Nee, habe ich nicht, Johnny. Ich glaube auch tatsächlich, dass die inzwischen schon sehr groß sind. Ja. Ich muss sagen, finde ich sehr lecker immer noch und würde ich die ganze Zeit weiter trinken. Ich habe hier irgendwas an der. Am Unterarm. Das ist ein bisschen nervt. So. Habt ihr mitgemacht erst oder? Also gibt es jemanden, der gerade mitmacht? Wie gesagt, ich lade das Ganze auch bei YouTube hoch. Das heißt, ihr könnt gerne bei YouTube gucken. Was wir gemacht haben, könnt ihr es wiederholen. Wenn ihr das üben wollt, könnt ihr mir auch gerne dann mal schreiben, wenn ihr das schafft. Durchzuhalten die ganze Zeit. Und ja, zweite Runde in 10. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second round. Ich schwitze zu schnell, wenn ich nochmal duschen gehe. Morgen wahrscheinlich. Kann ich nachvollziehen, Niklas. Ich schwitze auch extrem schnell. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich gleich auch duschen gehen muss. Auf jeden Fall. Nach dem Stream. So, wenn jemand zuschaut und mir noch nicht ein Follow da gelassen hat, ich freue mich sehr über jeden Follow. Einfach kostenlos folgen und dann die Glocke bzw. Benachrichtigung aktivieren. Dann seht ihr, wann ich live bin. Und Ausrufezeichen YouTube in den Chat. Kommt jetzt zu meinem YouTube-Kanal, seid heute richtig offen. Lukas Firnauer, ein Profi-Handballer beim TuS im Essen. Und ich will euch bzw. meiner Community gerne ein bisschen was mitgeben. Thema Ernährung, Thema Fitness. So, in 10 Sekunden, dritte Runde. Und wie geht's eurem Bauch? 4, 3, 2, 1 und go! 5,
knallt schon echt gut rein. Wirklich. Holla die Waldfee. So, Bauch ist abgearbeitet. Wer jetzt durch ist und das zweite Workout nicht mitmachen möchte, kann gerne deinen Bauch noch mal ein bisschen aufstretchen mit dem McKenzie Stretch. Dann merkt ihr nochmal, dass ihr gut was für den Bauch gemacht habt. Boah. Einfach nochmal eine Minute halten. Finde ich immer geil nach so einem ja, etwas heftigeren Bauchworkout. Nächstes Mal, wenn wir da wieder was machen, machen wir natürlich andere Übungen. Wir machen jetzt ein bisschen was für die Arme bzw. für die Brust. Was ihr dazu braucht, ist ein Deuserband, Superband, Flexofit. Einfach, ich weiß nicht, die kosten nicht viel, die Bänder 10 Euro oder so. Damit kann man sehr, sehr viel machen. Also wirklich sehr viel. Wir machen jetzt Banded Bizeps Curls. Nee, ist keine Werbung. Sehr gut, die Hadi, schön, dass du wieder da bist. Wie gesagt, damit könnt ihr sehr viel machen. Ich mache gleich damit Banded Push-Ups. Das heißt, ich lege mir die um, zeige euch gleich einmal, wie das geht. Banded Push-Ups. Wer kein Band zur Verfügung hat, nimmt einfach lässt das Band weg, macht normale Push-Ups. Könnt ihr gerne, wenn ihr genügend Push-Ups schafft, ich mache 15 mit dem Band, könnt ihr gerne sonst 20 bis 30 machen, wenn ihr das schafft. Wenn ihr es nicht schafft, macht einfach die 15. Wenn ihr auch die 15 nicht schafft, macht weniger oder macht auf den Knien Push-Ups. Bin ich jetzt nicht so mega der Fan von, aber könnt ihr gerne machen. Band umlegen, Push-Ups, das heißt ganz normal Liegestütz. Machen wir einen Supersatz wieder mit Banded Bizeps Curls. Stellen uns auf das Band, nehmen das Band in die Hand und ziehen die Arme einfach ran. Wer Kurzhanteln zu Hause hat, kann gerne Kurzhanteln benutzen für die Bizeps Curls. Wer keine Kurzhanteln zu Hause hat, kann auch 2 Flaschen Wasser nehmen. Das wird euch aber wahrscheinlich nicht überanstrengen dann. Müsst ihr gucken, wie ihr das am besten macht. Sonst habe ich dazu sonst weiter auch keine Lösung, was ihr gerade machen könnt noch. Sonst macht ihr Liegestütz und sucht euch zum Beispiel eine Erhöhung, wo ihr Dips hinten drauf machen könnt. Das könnt ihr auch noch machen. Dann habt ihr aber hauptsächlich den Trizeps beansprucht und nicht Bizeps und Trizeps bzw. den Brustmuskel. So, wir fangen an. 3 Runden wieder, 15 Push-Ups. Und Max, also so viele wie geht, Bizeps Curls, davon wieder knackige 3 Runden. Fällt mir ja auch 20 Push-Ups damit, das weiß ich noch nicht, je nachdem wie ich mich fühle. Noch 15. Was ist nochmal Raid, Hostanführer? Moin Luis, was geht? Raid, Hostanführer ist einfach nur, dann kannst du mir sagen, wen ich nach dem Stream hosten soll. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Kieskauer live ist, du deine Kanalpunkte dafür ausgibst, weil du gerne Kieskauer, also weil du sagst, du möchtest gerne, dass Kieskauer gehostet wird, dann kannst du es reinschreiben und dann hoste ich Kieskauer. Boah,
Yes. So. Machen wir eine Pause, anderthalb Minuten. Schüttet die Arme aus. Bihari, alles gut. Ich glaube, das Antworten bringt dich nur noch mehr aus der Atem. Alles gut, da muss man sich dran gewöhnen. Alles gut. Kein Problem. Yes, Luis, ich bin auf YouTube. Ich lade hier meine Mobility-Sachen, meine Kochsachen hoch, die ich für euch streame. Hab ich Bock drauf. Ich glaube, die Szene ist gerade auf Twitch noch relativ, würde ich sagen, klein. Deswegen gibt es noch ein bisschen was, bisschen mehr zu holen als in der Gaming-Szene. Da gibt es einfach zu große Fische. Und ja, warum nicht bei YouTube hochladen? Dann können die Leute, die nicht im Livestream waren, das Ganze einmal mitverfolgen. Und das sind 3 Klicks, 4 Klicks. Und dann ist das Video hochgeladen. Sehr gut, Luis. Danke dir. Sehr gut. Ich lade die Videos auch immer bei mir im Discord-Server rein. Also schicke ich den Link rein, dass ihr auch da einfach immer reingucken könnt. Second Round. Abo mit Glocke ist immer gut, Jungs. 20 von diesen Bandit-Dingern sind schon knackig. Die Macaroni. Achtet bei den Liegestütz gerne darauf, das ist besser für die Schultern, wenn ihr die Liegestütz eng macht. Das heißt, die Ellbogen versuchen schön nah am Körper zu führen und nicht so weit weg. Das machen viele, viele den Fehler, dass sie dann so breiten Liegestütz machen. Ist aber nicht so geil für das Schultergelenk. Und bei den Bizeps Curls, wenn ihr die macht, versucht die Ellbogen schöner am Körper zu lassen, wirklich auch nur aus dem Bizeps zu arbeiten und nicht irgendwie den hier zu machen oder aus dem Rücken im besten Fall, wenn es anstrengend wird. Scheiße, mach das nicht. Knackig bist du ja auch, ne Homo. Ach, die Hadi, sehr gut. Das freut mich. Ey, ich freue mich auch tatsächlich, wenn Leute von der Tusum-Jugend dabei sind oder insgesamt irgendwelche Jugendspieler, die gerade mich vom Handball kennen und sagen, ich habe Bock, jetzt in der Corona-Zeit, wo wir sowieso kein Handball spielen können, ein bisschen was zu machen und dann einfach jetzt mitmachen zum Beispiel. Oder wenn ich sage, ich kündige an, ich mache Sonntagmorgen zum Beispiel was und dann nehmt ihr euch Zeit dafür, macht ein Bild davon, ladet das bei Instagram hoch, markiert mich darauf und wir haben alle eine Dreiviertelstunde lang oder so geil ein bisschen Sport zusammen gemacht. Mega. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich gar nicht. Ich hab Bock und will was machen. Sehr gut, Luis. Sonntagmorgen nicht so wild. Luis ist Sonntagmorgen wieder noch im Kater-Modus. Richtig gute Idee. Finde ich auch. Finde ich auch, Niklas. So, Jungs, Abfahrt. Last Round.
Dann gehen wir ins Kribbel. Wer hat Bock aufs Kribbel gleich, Jungs? Wer hat Bock da drauf? Eins in den Chat. Dann könnt ihr gleich mitkommen mit Kribbel spielen. Geht schon mal in den Discord rein. Ich bin dann gleich in einer Minute am Set drüben. Starte den Stream einmal neu, weil ich den einmal ausmachen muss auf dem Handy. Mach den dann bei mir auf dem PC bei OBS an. Und ab. What's 9 plus 10? 21. You're stupid. Mach das, Luis. Strong, strong, geil, geilo, richtig immer. So, und am besten habt ihr natürlich so eine Yogamatte oder so zu Hause. Da kann ich jetzt nichts wirklich empfehlen, was man da nehmen kann. Ich glaube, die besten Matten, Fitnessmatten, sind diese von, ich weiß nicht, wie die Marke ausgesprochen wird, A-Rex oder so. Die kosten aber auch knapp 60 bis 80 Euro. Sind aber, also merkst du wirklich, dass du eine schöne Unterlage hast. Und ja, ich würde sagen, das war's für den ersten Teil Fitness mit euch. Hat Spaß gemacht. Ja, ich freue mich auch, wenn ihr mir einfach zuguckt dabei und ein bisschen Spaß dabei habt, wie ich mich ein bisschen anstrenge, ein bisschen was für meinen Körper tue, euch damit unterhalten kann. Woran erkennt man gute Matten? Ich finde, sie sollte nicht zu weich sein, aber nicht zu hart. Also ein gutes Mittelmaß. Aber man sollte schon eine ordentliche Unterlage haben, dass wenn du zum Beispiel mit dem Knie auf der Matte bist und zum Beispiel in einem aufgebrochenen Kniestand, also in einem Ausfallschritt bist, dass du nicht so Schmerzen am Knie hast. Das ist für mich eine gute Matte. So, 45 Minuten haben wir jetzt rum. Nächstes Mal versuchen wir ein bisschen zügiger durchzuarbeiten. Ich denke, so in 40 Minuten, 35, 40 Minuten mit ein bisschen Quatschen und so, sollten wir schon durchbekommen. Immer so ein kleines Workout und Mobility. Und ja, hat mir mega Bock gemacht. Freue mich, wenn ihr einen Kommentar unter dem Video da lasst, worauf ihr vielleicht Bock habt, was ihr euch noch vorstellen könnt, was ich machen kann. Und würde sagen, Dankeschön, dass ihr da wart, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer jetzt noch eine kleine Runde mit mir zocken will, bleibt dran. Ich mache kurz den Stream aus, bin gleich wieder da, starte Scribble auf meinem PC und dann können wir gleich zusammen Scribble spielen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Schönes Wochenende.